willkommen, meine lieben Jungs, zum 19. Dienstag, ab jetzt wöchentlich, jeden Donnerstag. Und in der heutigen Folge geht es um so ein bisschen Rückblick, Gamescom, Video Day und wie das so in Zukunft auf dem Kanal weiterläuft. Folgen vom Megaprojekt sind jetzt schon vorbei. Eigentlich hätte heute ja die 100. Folge kommen sollen, aber ich dachte mir, ja, heute ein bisschen wenig Zeit noch, ne? Praktikum läuft noch diese Woche, voll wenig Zeit und alles. Und die 100. Folge, da muss schon ein bisschen was Besonderes sein, ja? Wenn da schon drei Zahlen plötzlich sind, ja, so viele Zahlen muss man, dann muss man erstmal das 13 können, aber naja, egal. Auf jeden Fall dachte ich mir, ich mache da vielleicht, wie wäre es, ne? Meine Atombombe hat die Stadt ein bisschen zerstört, ich weiß. Vielleicht kann ich da nochmal ein bisschen was ausbessern. Ich weiß, viel wurde schon gemacht, aber so in allen Ecken und Kanten ein bisschen was machen. Und wie wäre es, wenn ich da einfach mal einen Livestream mache, so 2 Stunden lang oder so? Und das lade ich dann noch als 100. Folge dann morgen hoch. Das wäre so meine Idee gewesen. Was haltet ihr davon? Schreibt es unten rein in die Kommentare. Und dann wäre heute Abend so 20, 21 Uhr oder so, starte ich dann den Livestream. Dann räumen wir die ganze Stadt auf und ihr schreibt mir, was ich genau machen soll. Ich war letzte Woche auf der Gamescom, ich war letzte Woche auf dem Video Day und es war einfach nur so überkrass. Ihr müsst euch vorstellen, wir YouTuber, also wir führen so ein ganz normales Leben. Wir sind ganz normale Leute, ganz normal, außer dass wir verrückte Sachen in eine Kamera reinsprechen oder sowas in der Art. Aber wenn wir dann einmal im Jahr, oder zu Fantreffen und sowas, aber an sich einmal im Jahr auf die Gamescom und auf den Video Day gehen, und dann sind da plötzlich so viele Menschen, die alle dann zu einem kommen und sagen, wie geil das ist, was man macht. Und man denkt sich nur so, wow, und dann muss man Autogramme schreiben und das macht eigentlich gar keinen Sinn, weil man ist immer ein ganz normaler Mensch und so weiter. Aber das war einfach nur so überkrass, was da passiert ist. Also ich lasse da im Hintergrund gerade so ein paar Bilder, so Sachen, so Eindrücke und so weiter, was da so war, so laufen. Oder hier nochmal so ein kleiner Einblick vom Video. Day wurden wir nämlich, hatten wir eine Autogrammstunde, so aber keine Security oder sowas, anders als auf der Gamescom, so, und dann war da ein Tisch und der wurde zurückgedrängt zu uns und die Leute wurden da so fast zerdrückt von überkrass und ist alles gut ausgegangen, aber ihr seht hier so, wenn ihr da mal so reinhört. Und so habe ich zwar kaum was von der Gamescom und gar nichts von der Community-Messe auf dem Video Day mitbekommen, aber war mega geil. Und dann nach vor allem am Video Day, so nach 3 Stunden Autogramm schreiben, da war ich so froh, als wir da oben in die YouTube-Lounge durften und so entspannen konnten. Also ich war so fertig, aber das war mega geil. Und dann war noch der Auftritt von Tuddle mega fett. Abends waren wir dann noch mit den unterschiedlichsten anderen YouTubern unterwegs und es war einfach super, alle Leute sind so cool und so weiter und das ist einfach mega fett, die Woche war so geil, ich bin so fertig gewesen nach der Woche, aber hat sich gelohnt und ich freue mich schon aufs nächste Jahr. Aufs nächste Jahr. Fail, egal. Und was ist noch erst vor wenigen Tagen passiert? 200.000 Abonnenten geknackt, what? Das ist unglaublich, so viele Menschen, ja, da habe ich auf dem Video Day schon viele, viele Hunderte gesehen, aber 200.000 Abonnenten jetzt auf dem Kanal, mega überkrass und da wird natürlich auch Dena-Style 3.0 folgen und ist schon ein bisschen in der Mache, ich habe mir schon ein bisschen so ein Konzept so aufgeschrieben, zusammengeschnitten schon so erste Stellen, aber das wird mega fett und es ist geplant. Für nächste Woche und zwar so Samstagabend. So nächste Woche, da peile ich das an, das wird so mega überkrasser Shit. Und wenn ihr noch irgendeine so mega krasse Stelle habt aus irgendeinem Video aus den letzten Monaten, die unbedingt in Dena-Style 3.0 rein soll, dann schreibt sie mir unten rein in die Kommentare. Und falls ihr gar nicht wisst, was Dena-Style ist, aber solltet ihr wissen, dann schaut euch die Dena-Style 1.0 und 2.0 rein. Und es wird noch mal fetter als die letzten Videos, glaubt mir. Und wie vor im Intro angekündigt, kommen wir jetzt noch mal zur Zukunft des Kanals. Mein Praktikum endet diese Woche und nächste Woche geht's direkt los mit dem Mathe-Vorkurs. Denn wie ihr vielleicht schon wisst, studiere ich jetzt in Köln und zwar Medienwirtschaft an der Rheinischen Fachhochschule. Freue mich schon mega darauf, aber da gehört natürlich auch ein bisschen Mathe dazu. Und das ist dann erstmal nächste Woche, eine ganze Woche lang durch, nur Mathe. Also wünsche mir Glück dabei und ab übernächster Woche gehen dann die ersten richtigen Vorlesungen. Ganze Zeugs los und ich freue mich mega darauf und ich werde auch eigentlich jetzt ein bisschen mehr Zeit haben als beim Praktikum, weil Video Days Praktikum war unglaublich überkrass, wie viel Zeit da drauf gegangen ist und dann, ich hatte fast keine Freizeit mehr neben noch YouTube Sachen machen, aber war cool, aber ich bin echt froh, dass jetzt vorbei ist, dass ich wieder ein bisschen mehr Zeit habe, aber
Da kündigen sich schon die nächsten zeitfressenden Sachen an, denn gibt ja auch noch ein bisschen andere YouTube-Projekte nebenbei, wie zum Teil auch schon ein bisschen was passiert ist und so. Vielleicht wisst ihr, wovon ich spreche. Und da könnte es sein, dass da auch noch mehr Aufgaben dazukommen und dass auch noch mehr Zeit frisst und so weiter. So mega geile Projekte, wo ich mega Bock drauf habe, aber kostet auch alles wieder Zeit. Und da muss ich dann jetzt in den nächsten Wochen halt irgendwie mal schauen, wie viel Zeit ich überhaupt wofür habe. Ich weiß ja noch gar nicht, wie viel Zeit das Studium verschlingen wird, ob ich viel lernen muss und so weiter und so fort. Aber ich habe auf jeden Fall große Pläne mit dem Kanal für die Zukunft und so weiter. Megaprojekt läuft ja immer noch und dann wird es ein neues, großes Projekt geben mit vielen anderen Leuten zusammen, was auch noch starten wird. Dann wird Megaprojekt ein bisschen weniger bei mir. Mal schauen, so, wie das alles so läuft. GTA 5 wird mega geil. Ich möchte auch noch andere Let's Plays danach GTA 5 oder mal gucken, wie lange GTA 5 läuft. Man weiß es ja noch nicht. Ich möchte auf jeden Fall neben Minecraft noch was anderes etablieren immer. Und jeden Sonntag wird es ab jetzt, was heißt ab jetzt, läuft es schon ein bisschen, Dena Time 18 Uhr geben. Dena Time 18 Uhr Sonntag. Auf jeden Fall, da wird immer ein Multiplayer-Spiel oder so gehen und die Spiele sollen sich nicht so häufig wiederholen, sondern eigentlich immer andere Spiele. Und das kommt immer da und da immer so 10 Minuten so bam, 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 bam. Da habe ich voll Bock drauf und jeden Donnerstag, wie schon am Anfang gesagt, ab jetzt ist Dinnerstag, ja? Jeden Donnerstag und es wird nicht mehr so vlogmäßig sein wie jetzt. Es kann ein Vlog sein, es können aber auch Tags sein, Challenges. Oder eben so ein Vlog oder was ganz anderes, auch Vorschläge von euch. Auf jeden Fall nichts Gaming-mäßiges an sich, sondern halt mit der Kamera. Ich kann auch mal so ein Follow-Me-Round machen. Auf jeden Fall immer sowas am Dena-Tag. Und dann möchte ich halt Sonntag habe ich halt diese Dena-Time so immer so mega geil. Und den Donnerstag habe ich immer Dena-Tag. Und ansonsten läuft halt trotzdem noch Minecraft durch, noch ein anderes Projekt wie GTA oder so. Und ich glaube so insgesamt wird das alles einfach richtig, richtig mega geil. Und ich freue mich da richtig drauf. Und hoffe nur, dass ich genug Zeit dafür habe und für Studium und für das andere Projekt, was dann noch nebenbei so langsam anfängt. Mal schauen, oder ob ich das gar nicht machen kann wegen der Zeit. Ich weiß es noch alles nicht. Ich hoffe, es wird geil. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es jetzt hier alles langsam so beginnt. Meine Wohnung muss ich noch ordentlich einrichten. Das ist alles noch viel zu weiß hier an den Wänden. Aber das wird schon noch. Ich hoffe, dann sehen wir uns. Ich hoffe, wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da für dieses Video. Und dann macht's gut und vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Direkt weiter durchgehen! Jetzt! Weiter durchgehen! Und... 2 Minuten! Ja, das war gut! Wie lange war das jetzt? Scheiße!